Seo, schau dir das mal an! Hier sind alle Sprachen, die ich spreche, in einem Video. Deutsch. Hallo. Englisch. Hello. Alter, was war das denn jetzt? Ja, hallo, das sind die Sprachen, die ich spreche. Einmal Deutsch und dann noch... Ey, deine Mutter! Ja! Was geht ab, Elite? Zeus hier. Willkommen zur abgefucktesten Show auf ganz YouTube. Ich meine, nur hier bekommt ihr eine Katze zu sehen, die einen Bauchplatscher macht. Das muss wehgetan haben. Yippie! Denn ihr habt mir mal wieder eure Videos eingesendet, bei denen ihr der Meinung seid, ich muss die unbedingt mal gesehen haben. Und was soll ich sagen? Ich feiere eure Einsendungen. Die sind dieses Mal wirklich der Oberhammer. Ich bin heimgekehrt, Meister. Das ist nicht mehr dein Heim und ich bin auch nicht mehr dein Meister. Ich glaube, Domtendo findet das geil. Boah, geil. Das ist unschlagbar geil. Oh, wie geil. Das Geilste. Geil. Einfach geil. Absolut geil. Geil. Das ist geil. Geil. Geiler Dschungel. Geiler Dschungel. Mega geil. Noch geiler. Einfach geil. Es war geil. Doch bevor ich euch eure tägliche Portion Internet euch in die Fresse stopfe, habe ich noch eine kleine Mobile-Game-Empfehlung für euch. Leute, habt euch schon mal vorgestellt, wie das Leben so als Ameise wäre? Was macht man denn da so den ganzen Tag? Wie verbringt man die Weihnachtszeit? Und vermutlich haben das die wenigsten von euch sich gefragt. Aber der heutige Sponsor hat genau daraus ein Mobile-Strategie-Game gemacht. Dance Underground Kingdom ist ein Mobile-Game, was seit 2021 über 40 Millionen Mal runtergeladen worden ist und in über 100 Ländern von Google Play zum Best Game Changer 2021 gekürt wurde. Ich habe das Game für euch mal angetestet und das erste, was mir auch gefallen ist, dass die Grafik sehr realistisch gehalten ist. Und genauso basiert auch das Gameplay auf das echte Kolonialverhalten von Ameisen. Also man baut seinen unterirdischen Ameisenbau aus, sammelt Nahrung, brütet weitere Ameisen aus. Wobei, by the way, das Ausbrüten auf dem bekannten Gacha-System basiert, also man braucht ein bisschen Zeit und Geduld, aber dann baut man sich schon eine ordentliche Ameisenarmee auf. Mit diesen zieht man dann die Schlacht entweder PvE gegen Bosse, wie zum Beispiel Eidechsen, Gottesanbeterinnen oder sogar Murmeltiere. Wobei es hier sehr hilfreich sein kann, mit anderen Spielern eine Allianz zu bilden, weil dann geht es deutlich einfacher. Oder man kämpft natürlich gegen andere Spieler im PvP-Modus. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Strategien, also zum Beispiel kann man mit verschiedenen Items Buffs hervorrufen. Aber es gibt zum Beispiel auch drei Klassen von Kriegerameisen, die so im Schere-Stein-Papier-Prinzip zueinander stehen. Es gibt auch verschiedene Gebäude, die man wiederum wieder auflöffeln kann, also man hat wirklich jede Menge zu tun, bis man den perfekten Ameisenbau hat. Und jetzt gibt es eben ein brandneues Update mit neuen In-Game-Events und es werden auch weitere Monster hinzugefügt. Ihr könnt ja gerne mal raten, welches, so als kleiner Tipp, ist es die größte Kreatur, die wir hier so auf Erden haben. Also startet gerne rein in ein ganz neues Abenteuer. Link ist in der Videobeschreibung, aber auch in den Kommentaren angepinnt. Mit dem Code THEANDSXMASS bekommt ihr auch nochmal 30 Eier zum Ausbrüten von Spezialeinheiten oder eben zum Erhalten von wichtigen Items. Damit habt ihr auf alle Fälle schon mal einen guten Einstieg ins Spiel. Okidoki. So, jetzt legen wir mal los. Eure Videos, meine Meinung dazu. Viel Spaß mit dieser Ausgabe von CEO und das Internet. Los geht's. CEO und das Internet. Das bin ich. Das perfekte Interview. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Du bist der Christian Lindner, der im Nebenjob neben seinem Podcast auch noch Finanzminister ist. Ja, das sind dicke Bretter, die man da bohrt. Wie ist dein Eindruck? Wird eigentlich über Christian Lindner genug gesprochen? Ah, also da würde ich sagen, nein, finde ich auch. Dann sind wir doch einer Meinung. Ich finde das teilweise sehr paradox, dass man sich über viele Dinge Gedanken macht, aber nicht über mich, wo ich sogar noch auf der Entscheider bin. Ich als Finanzminister. Ja, richtig, genau. Alter, ich glaube, Christian Lindner ist wirklich so ein Typ, der seinen eigenen Podcast beim Joggen hört, oder? Also ich würde mir am liebsten hier selber einblasen. Ach, Hübi, was ein guter Dichter und Denker er doch ist. So, der Morgen ist allgemein mit der Nacht so die coolste Jahreszeit am Tag. Kann ich einer mal Hübi sein Wodka wegnehmen? Seine Birne wird langsam weich hier. Boah, Alter, der kann echt froh sein, dass der Hammer nur den Spiegel demoliert hat, Mann. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann dieses Video immer und immer wieder ansehen und muss jedes Mal lachen. Ich weiß nicht, irgendwie check ich die Pointe nicht. Ich vermute, dass die breit gebauten Herren Proteine sehr gerne mögen. Hey, I got you guys protein shake. Awesome, I love protein. I know you love protein, I love protein too. Yeah, protein rocks. Are you guys talking about protein? I love protein. I love protein too. We know you love protein. Protein rocks. Awesome, protein rocks. Yeah, Proteine! Ich bin bereit.
für mein Ziel. Wir leben in einer Matrix. Oh, Red, Digga, wenn ich die Kuh so sehe, ich hab so Bock auf ein leckeres Steak, Digga, Red. So ein Birdie, Digga. Red, ich kann mich genauso leisten wie ihr. Seht ihr das? Kommt mal her, Schaut ihr in die Augen und jetzt sagt ihr, ich hab so Bock auf ein Steak, dass ich dir jetzt in den Kopf schieße. Kannst du das sagen? Bist du vegan für Rosalinde? Oder Rosalinde? Sie. Alter, Leon, Apo und die militante Veganerin, das ist eine Kombi, die habe ich mir niemals gewünscht, Mann. Was ist, wenn in deinem Koran steht, dass man Menschen essen darf? Ja, dann ess doch Menschen. Okay. Ey, deine Mutter! Wie ich mir Hater vorstelle! Ja, ich denke auch, das ist eine sehr akkurate Darstellung. Was hat man zuerst gesehen? I want to break free. Ey! Doch, ich denke, an der Stelle wird es ja Zeit für eure Lieblings... für die Lieblingsrubrik mancher Leute eventuell, für manche schon, für andere wiederum nicht. Und diese eventuelle Lieblingsrubrik nennt sich... Musik. Und das Gute ist, dieses Mal ist es nicht so ein krasser Ohrwurm wie der letzte Mann. Nee, der folgende Song, der wäre viel zu nervig für einen Ohrwurm. Macht man so heutzutage einen guten Song? Ein schlechtes Lied braucht eine schlechte Melodie. Und viel zu lange Pausen, wo keine hingehören. Ein Reimschema, das ständig gewechselt wird. Und ein paar Wiederholungen, die nerven und stören. 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 Und ein paar Wiederholungen. Leute, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr wisst, nur so geht der Abo-Counter mal richtig voran hier. Ich wünsche dir ein nices Wochenende. Dein Zeo! We'll be right back.